So, meine Lieben, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bildersimulator. Was soll ich sagen? Nachdem letzte Woche ja die OBS irgendwie meinen Ton ruiniert hat, beziehungsweise nicht mit aufgenommen hat, muss ich jetzt die ganzen Folgen nochmal neu aufnehmen. Zumindest von diesem Spiel, weil bei House Flipper wird sich das natürlich als schwieriger gestalten. Deswegen können wir da einfach nur bei dem bestehenden Level dann weitermachen. Hier sehen wir schon, hier hatten wir angefangen beim letzten Mal. Die Level bis hier war ich gekommen. Also drei Folgen hatte ich aufgenommen, beziehungsweise drei Level geschafft. Es ging hier also, aber trotzdem, ich hatte letzte Woche halt nicht wirklich Zeit, noch Folgen aufzunehmen. Deswegen starte ich damit heute recht früh am Samstag, sodass ihr dann heute auch schon neue Folgen wieder bekommt. So, wir sind bei einem kleinen Gebäude. Also ein kleines Grundstück. 7x7 Meter misst das nur in einer italienischen Stadt. Und der Vertrag lautet, auf einem soliden Fundament aufbauen. Anforderungen werden sein, tragende Wände, Türen und Fenster und ein Dach. Der Auftraggeber sucht ein Unternehmen, das ein kleines Nebengebäude nach dem vorgelegten Plan errichtet. Der Bauherr hat es bereits geschafft, den Estrich fertigzustellen, beschloss aber, den Rest von Fachleuten erledigen zu lassen. Bill und Co., der Held, nehmen einen weiteren Auftrag an. Das tun wir. Ich freue mich auch schon drauf, hier mal wieder weiterzuspielen. Ich hatte letzte Woche halt wirklich gar keine Zeit. Auch abends bin ich meistens. Ja. Die Frage ist nur, wir brauchen Mörtel. Ich habe gelernt, Beton kann man nicht mit einer Kelle auftragen. Da habe ich jetzt übrigens auch, bin ich dazu übergegangen, das auch automatisch zu machen. Da ich nämlich im Sandbox-Modus hatte ich ein Haus, also ein bereits bestehendes Haus hatte ich angefangen zu bauen. Und so privat, weil ich da Lust drauf hatte, das Größte, was es gibt, also viel zu tun. Da habe ich gemerkt, okay, das geht jetzt schon besser, geht schneller, deutlich schneller. Und gerade wenn man viel Mörtel oder Beton braucht, macht es eben schon Sinn, das so zu machen. So, wo ist unsere Kelle? Hier. Deswegen kann ich das hier mittlerweile auch einfach aus dem FF. Das hier, Mörtel auftragen. Bin stolz auf mich. Und das in Verbindung mit diesem kleinen Minigame, wenn man das dann so nennen möchte. So, wir müssen kaufen. Wir brauchen Steine. Die sind bei den tragenden Wänden beine, genau, die Hohlblöcke. Da kaufen wir direkt mal 50 Stück. Und platzieren die. So. Irgendwo was übersehen? Nee, hier sind nur, hier kommen nur die Türen hin. Okay. Mörtel. Muss sagen, das macht auch schon Bock, so ein größeres, also riesiges Gebäude so zu bauen. Es dauert aber wirklich ewig. Weil ich da halt auf dem, ich weiß gerade nicht, wie groß das Grundstück nochmal ist, aber es ist halt schon riesig. Da auch alles selber erstmal die Grube ausheben, wo dann das Haus gebaut wird, beziehungsweise wo das Fundament dann hinkommt. Also, boah, hat echt. Ich saß also eine Session sozusagen, eine Spiele-Session, die halt schon aus mehreren Stunden bestand, saß ich tatsächlich nur da dran, Löcher zu graben, beziehungsweise ein großes Loch. Ne, nur mal, um dass ihr mal die Dimensionen so seht.
Wir werden ein Gebäude mindestens auf jeden Fall mal zusammenbauen aus dem Sandbox-Modus. Und dann mal schauen, wenn er sagt, das macht euch Spaß dazu zu gucken, dann ist gut, dann machen wir das weiter zusammen. Ich glaube aber, das wird langweilig, weil es eben immer das Gleiche ist. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann schnell eintönig wird, ihr Lieben. So, hier geht's weiter. So. Helle. So. Und meine Steine. Ich glaube, ich kaufe direkt mal 100. So. Warte. Ja, was ist noch so? Meine Allergie, also der Heuschnupfen, macht mich fertig dieses Jahr. Meine Tabletten wirken nicht mehr lange, leider. Also nicht mehr über einen wirklich langen Zeitraum. Aber offenbar andere, da habe ich anscheinend ein Problem damit, die zu vertragen. In anderen, na. Immer wenn ich das erklären will, fehlt mir das Wort. Einen anderen. Na. Ein Inhaltsstoff ist wieder das verkehrte Wort. Ihr wisst, was ich meine. Vertrage ich anscheinend nicht so gut. Leider. Bin ich da jetzt nochmal nach einer Alternative am Suchen. Wo ich dann hoffentlich nicht so viele Tabletten nehmen muss. Und das ist ja auch gar nicht gesund. Natürlich, ich nehme halt ungerne Tabletten. Da ist es halt leider echt nicht anders möglich. Achso, das Ding ist ja wieder leer, habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist immer noch schade. Und schade ist auch, dass es immer noch keinen Workshop gibt. Ich brauche einen Workshop, wo ich selber Häuser runterladen kann. Unbedingt sogar. Denn es wird ewig dauern, dann auch noch so einen Plan erst zu erstellen. So einen Bauplan, ne? Das dauert ja dann noch mal länger. Da nur unbedingt Zeit zu habe. Ist wieder eine andere Frage. Deswegen, ein Workshop würde da einiges erleichtern, auf jeden Fall. Wo man einfach diese Blueprints dann downloaden kann, beziehungsweise ins Spiel, im Spiel hinzufügen kann. So. So, noch mal 100 werden zu viel sein. Kaufe sie jetzt mein, ja, erstmal 32 Stück. Die werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall los. Wahrscheinlich auf jeden Fall. Vor allem. Hier, so. Einmal Minispiel.
Nochmal Minispiel. Nochmal Minispiel. So. So, hier ist auch nochmal. Gut, Steinchen. Gutes Steinchen. So, hier. Da kommt ein Türsturz hin. Auf erstmal einen Sturz. Elle, dann brauchen wir wahrscheinlich gleich auch mal unseren Tritt. Die Schubkarre wieder leer. So. Und da ist es auch schon fertig. So, weiter geht's. Gleich bei der nächsten Runde brauche ich meinen Tritt. Zumindest da vorne. Ja, wir kaufen jetzt immer ein bisschen weniger, aber ich habe hier ja schließlich ein Budget wieder. Bei dem anderen Level habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet, was ich ausgebe, weil es halt Sandbox ist und ist dann halt egal tatsächlich. Da hatte ich dann auch mal jede Menge Steine über. Die man aber auch, wie ich neulich festgestellt habe, wieder verkaufen kann. Wenn man jetzt zu viel gekauft hat von einer Sorte. Gut, da brauche ich meinen Tritt. Mache ich aber erstmal hier weiter, dass wir auf einer Höhe sind. Ungefähr. Da kommt ein Sturz hin. Den holen wir gleich. So, gut, nochmal. Also. So, eine kleine Leiter, also. Huch. So. Da kommen wir so nicht dran, ne? Nee. Okay, dann setzen wir hier jetzt einmal unser Steinchen. Sobald wir hier dran kommen. Schubkarre leer. Gut. Rennen wir nochmal los. Viel brauchen wir hier ja auch gar nicht mehr. So. Zack. Und wieder rein in die gute Stube. Ups. Da sind die Steine wieder alle, müssen wir nochmal welche nachkaufen. Das war klar. Dachte ich mir schon. Da kommt dann offenbar die Decke hin. Gut.
Da ziehen wir mal die Leitung hoch, so nicht. So. Steinchen. Da. Genau, da kommt dann die Decke hin. So. Zack. So. Da müssen wir noch ein bisschen in die Höhe bauen. Aber nicht viel. Achso, guck, da haben wir jetzt nämlich schon zu viele gekauft. Dann kann ich euch das jetzt mal zeigen. Hier nämlich auf Verkaufen und da haben wir alles angezeigt, was wir haben. Betondecke. Auch erstmal 5 Stück, ich weiß nicht, wie viele das sind. Also eine brauchen wir noch, okay. So. Jetzt Türen und Fenster. Eine Tür, ein Fenster. Nichts leichter als das. So. Räuben. Eile, so. Ist fertig, jetzt noch das Fenster einsetzen. So, Quatsch. Noch die Fensterbänke und dann sind wir, glaube ich, fertig, ne? An den Dach müssen wir noch haben. Ich vergesse immer das Dach, nachdem ich die Decke gesetzt habe. Ein Dachschema. So, hier. Das möchte ich schon ein bisschen flacher haben. So nämlich. Dachbalken. Und ein Gerüst brauchen wir. Kommen wir da nicht hoch? Das Ding kann ich auch mal verkaufen. So. Hab schon keine mehr. Da fehlt noch eine, okay.
So, Dachziegel. Ach Mist, jetzt habe ich das Falsche gekauft. Ups. Dach. Sehr gut, haben wir das geschafft. Jetzt kommt Reparatur von Schäden im isländischen Hochland. 30 mal 30 Meter, also schon ein großes Ge Grundstück. Isolierung des Gebäudes, Verputzen der Außenseite des Gebäudes, Streichen aller Innenwände und das Einbringen des Fußbodens. Ein Sturm hat das Haus des Kunden beschädigt. Deshalb sucht er ein Bauunternehmen, das die Schäden beheben und das Gebäude fertigstellen kann. Der Kunde kontaktierte die Firma des Helden, um ihn zu engagieren. Bill nahm den Auftrag an und machte sich auf den Weg, um zu helfen. Alles klar. Dann helfen wir mal. Dann machen wir doch das glatt. This task won't be as easy as the previous ones. It'll be hard and demanding. You'll love it! Oh, you want to know what it's all about? The house of our client was damaged during the last windstorm. We need to finish the exterior and interior. It may sound easy, but trust me, it'll take a lot of work. Client wants the house to be ready ASAP. Let's go! Er meint bestimmt die Isolierplatten, oder? Ja, meint er. Gut. Genau so sieht es aus, wenn so ein Haus bei Sturm beschädigt wird. Da puzzelt man dann einfach seine Dämmplatten wieder rein. Ja, aber das ist schon cool gemacht. Hier macht Spaß. Mal ein anderer Auftrag. So. Ja, das macht Spaß. Okay, da brauchen wir dann noch mehr als gedacht. Da kaufen wir dann noch mal 100 Stück. Das Haus wieder so eine komische Form hat hier. Haben wir einige Wände, die einsturzgefährdet sind.
noch mal 100. So. Boah, wie viele Dinger ich da setze. Das ist schon ganz schön viel hier. Was? Kommt einem mal gar nicht so viel vor. 100 Teile sind auch einfach nicht viele bei diesem Spiel. Oh, ich glaube, ich bin fertig, oder? Irgendwo habe ich da noch was übersehen. Oder nicht? Da steht, dass da jetzt noch bei der Isolierung, die Fassade, da noch irgendwas machen muss. Verputzen, ne? Hat er gesagt. Und das können wir einfach so machen, ruhig. Ja. Verputzen wir das alles erstmal. Genau. So. Mann, Mann, Mann. Also ist kein Putz. So. Dafür renne ich jetzt aber da noch mal so hin. Sonst muss ich ja die Wand wieder komplett markieren. So. Ah, da hinten fehlt noch was. Menno! Das bisschen. Das hätte da jetzt ja auch noch mitgehen können. So. Zack. Hier nochmal. So. Dann noch die andere Seite. Gipspistole. Ja,
in drinne mit der Gipspistole arbeiten. Gut. So geht das. So, da ist aber jetzt auch schon die erste Folge rum. Und da ich die auf jeden Fall noch rechtzeitig hochladen möchte, mache ich jetzt hier auch erstmal Stopp mit Spielen. Da reicht jetzt erstmal die eine Aufnahmesession hier, die eine Folge, sag ich mal. Und dann spiele ich wahrscheinlich nachher noch ein bisschen weiter und nehme noch ein bisschen weiter auf. Gut, und ich habe das Bedürfnis, diesen Raum noch eben fertig zu verputzen. So, der eine Raum ist fertig. Gut, dann geht's beim nächsten Mal weiter, meine Lieben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffentlich hattet ihr so viel Spaß wie ich. Und seid nicht zu angenervt, weil es bis zur letzten, das ist jetzt seit der letzten Folge doch ein bisschen her ist. Tut mir leid, wie gesagt, war leider nicht zu ändern. Ich hatte genug Folgen aufgenommen. Also tatsächlich genug. 6 Folgen im Stück. Dreimal House Flipper, dreimal hier. Von diesem Spiel, also weiß ich nicht, was da passiert ist. Jedenfalls vergewissere ich mich jetzt 2 oder 3 Mal, ob es auch wirklich aufnimmt. Um das halt zu vermeiden, dass es nochmal passiert. Das war nämlich schon sehr ärgerlich. Ich glaube, wir müssen diesen Raum eben noch fertig machen. Das ist nicht so mehr so viel. Kann auch süchtig machen, dieses Spiel. Möchte ich mal erwähnen. So, das haben wir fertig, den Raum. Dann geht beim nächsten Mal hier weiter. So, dann macht's mal gut, meine Lieben. Dankeschön fürs Zuschauen nochmals. Und bis morgen bei der nächsten Folge. Tschüss.